Jo Leute, da bin ich wieder, mein kurzer Vlog. Ich bin hier gerade draußen unterwegs mit meinem Fahrrad. Es hat ein bisschen länger gedauert, um das richtige Ventil zu finden, damit ich das Vorderrad aufpumpen kann. Was mir auch gelungen ist, ich war, glaube ich, gefühlte 10 Jahre nicht mehr auf einem Fahrrad. Aber man sagt ja immer so, man verlernt das nicht. Das ist wie Fahrradfahren, ist wirklich so, man kann Rad fahren und es funktioniert. Okay. Da hinten ist ein Typ, der mich die ganze Zeit verfolgt. Mal ab, dass ich mal ein ruhiges Plätzchen finde, wo man auch labern kann, ne? Jo, mal abchecken. Ich bin auch nicht ganz sicher, was ich in den nächsten Videos machen werde. Oder in was für eine Richtung ich mich weiterentwickeln werde. Kein Plan, ob ihr das hört oder versteht. Ich gehe mal davon aus, dass der Fahrtwind ziemlich laut ist, aber das ist immer so meine nähere Umgebung. Da fahre ich einfach mal durch. Die Cam wird sicher verwackelt sein. Aber ja, das ist meine erste First Try outside auf meinem Bike. Longboard tue ich mir nicht an, dass ich eine nette Internetbekanntschaft von mir brutal verletzt hat. Ist voll auf den Unterarmen gelandet und ich glaube, ich spare mir das Boarden einfach, bevor ich mir noch den Hals breche oder so. Das ist es nicht wert. Ich meine, cool, wenn das die jungen Leute können, Skateboard fahren, Hut ab, ich kann das nicht. Aber mal abchecken, ne? Was hier so geht, Digga. Wow, fast hätte es mich jetzt... Okay. Der scheiß Hinterreifen ist vollkommen für den Arsch. Ich habe den zwar aufgepumpt, aber ich glaube, der ist hin. Jetzt wäre ich fast geflogen. Ziemlich beschissen. Okay. Also ist das nun mal, ne? Okay, ich glaube, hier werde ich mal anhalten und den Vlog weitermachen, bevor ich auf die Fresse fliege. Jo, Digga. Scheiße. Fuck, ist das heiß. Oh Leute, ich habe jetzt mal einen ruhigen Platz gefunden. Ist gerade ziemlich chillig und ja, wie nochmal gesagt, ich weiß nicht, in was für eine Richtung meine Videos jetzt gehen werden. Ich bin immer noch am Rumexperimentieren, bin auch dabei, dass ich die Kameratechnik und alles weiter verbessere, mir auch Skripten schreibe, damit ich ein genaues Konzept habe, nicht mehr improvisieren, sondern eine Struktur drin habe in meinen Videos. Ihr seht, bin ich da jetzt. Oh Gott, da kommt irgend so ein Fußgänger. Okay, Fußgänger vorbei. Ich werde mich auf jeden Fall mal bemühen, dass die Videos besser werden, auch mehr Qualität ist und so. Und ich hoffe, dass ich jetzt dann endlich mal wieder einen Job finde, damit ich wieder Kohle anhäufen kann, damit ich mir eine bessere Kamera kaufe und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, Beleuchtung und so. Und mal sehen, was die Zukunft bringt. Mich würde es freuen, wenn ihr irgendwas in den Comments posten würdet, was euch gerade so durch den Kopf geht, was euch beschäftigt. Bei mir ist gerade, dass ich mir einen neuen Job suchen muss und von YouTube kann ich definitiv nicht leben. Das ist ganz normal. Ich meine, in Österreich kann man auch von Musik nicht leben, also nicht richtig, außer man ist ein Gabalier oder irgend so ein Volksmusik-Honk, der irgendwie so Friede, Freude, Kuchenmusik macht oder diverse Bands. Da gibt es auch irgend so einen Sender, wo die ganze Zeit Werbung gemacht wird für Volksmusik und meines Erachtens hört sich das alles gleich an. Wow, was war das für ein Insekt? Jo Leute, ich renn hier weg, hier ist es so verdammt scheiße heiß, selbst im Schatten. Und ich glaube, ich werde jetzt mal wieder nach Hause aufbrechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye. Und zum Abschluss gibt es noch die Rückfahrt zu meiner Wohnung. Haha, ist zwar nicht die Tour de France, aber okay, ich dachte mir, whatever. Bam, das hat nicht funktioniert, diese blöde Fernbedienung. Ich sollte mir einen Kameramann engagieren.